Hallöchen miteinander und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Labyrinth of the World 4 Stone Age Legends oder einfach nur Stone Age. Wir befinden uns jetzt in der ersten Welt von Stone Age in einer, ja, es war mehr eigentlich eine sommerliche Welt, aber jetzt ist sie im tiefen Winter. Und wir befinden uns gerade hier in einen Art Hain und müssen hier weiterschauen. Der sollte etwas in der Hand haben. Bitte nicht stören. Okay, was sagt die Karte? Ist hier ein Sonnenobjekt noch? Hier nicht, aber da. Hier sollte noch irgendwo ein Sonnenobjekt sein. Mal kurz gucken, hier muss doch hier noch irgendwo ein Sammelobjekt sein. Hier. Okay, wie kriege ich auch an diese Kokosnuss? Zu hoch, vielleicht kann ich die Kokosnuss darunter stoßen. Oder haben wir das? Okay. Aber wie kann ich sie runterstoßen? Nee, so geht das nicht. Aber wo soll denn hier noch ein Sammelobjekt sein? Oder waren das jetzt die... War das jetzt dieses Sammelobjekt? Es waren diese Irrlichter wieder. Leicht natürlich, bitte. Fange das Tier ein, indem du das Gras einfrierst. Wähle ein beliebiges Büschel aus, um es einzufrieren. Entkommt das Tier, musst du von vorne beginnen. Okay, dann können wir ja hier weiter. Aha, das ist also der Fluss und ich kann auch Berge sehen. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Erstmal hier das mitnehmen. Dann schaue ich mich hier nochmal um. Also da, wo ich ranzoomen kann, gehe ich erstmal, wollte ich sagen, gehe ich erstmal nicht hin, aber gut. Hier ist was verbuddelt, hier ist etwas begraben, aber wird das Tier uns das frei machen? Nein, natürlich nicht. Gut, warum auch? Hier ist ein Korkenzieher, ein komischer, der ist aber kaputt. Ja, wahrscheinlich der alle Biokleber, wa? Nö. Komische Flosse, wie bekomme ich sie da raus? Okay, so kreativ will er nicht sein. Pfeilspitze. Manchmal sehe ich diese Dinger, manchmal sehe ich diese Dinger nicht. Dann möchte ich trotzdem auch noch mal hier kurz gucken. Ob ich hier irgendwas so anklicken kann. Weil das hat mich jetzt ein bisschen neugierig gemacht wieder. Irgendwas, was so verdächtig ausschaut, bis zum geht nicht mehr. Ja, also hier ist schon mal nix. Okay. Ohne ein Boot geht das nicht. Ich würde sofort erfrieren. Ja, stimmt auch. Das wird den ganzen Tag dauern. Oh Mann, halt doch mal mehr Geduld. Ja, gut. Aber finde ich schön, dass man hier ein bisschen so interagieren kann. Hier fehlt eine Druidin oder sowas in der Richtung. Hier fehlt eine Figur.
Sagt die Karte. Hier und hier kann ich was machen. Aber was kann ich hier machen? Hier ist viel zu viel Schlamm. Ich würde stecken bleiben. Moment. Kann ja nichts machen gerade. Ich liebe es, wenn es Sommer ist und wir haben einen Ventilator und ist alles schön. Aber wenn der Ventilator einen hier die Haare ins Gesicht weht. Ja, ich weiß, welche Haare hier, aber man sieht sie nicht, aber ich habe welche da. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Okay. Mal das hier. Ah, jetzt habe ich ein Boot. Okay, mehr kann ich hier anscheinend nicht machen, oder? Nee, aber ich könnte hier noch was machen. Ich meine, ich habe hier eine Pfeilspitze. Ich habe Biokleber. Okay, der kleine Racker hat für mich den Korkenzieher rausgebissen. Habe ich, glaube ich, schon mal versucht mit ihm, oder? Nee, egal. Hammerkerl, ich muss schnell nachsehen, ob es aber noch lebt. Es sieht nicht besonders gut aus. Ich werde ihn etwas einflößen, dass sein Lebensgeister wieder weckt. Okay, erstmal schauen. Erstmal wegen Sammelobjekt. Ja, dich habe ich schon gesehen. Da haben wir eine Statuette wieder. Wahrscheinlich Wunderkleber. Da ist der Kopf. Und noch mal schauen, ob hier noch irgendetwas verdächtig ausschaut. Hier brauchen wir eine Art. Wow, die Mähne schaut ja mal geil aus. Was haben wir hier noch so Schönes? Ein Stück der Ranke wurde abgeschnitten. Ob das der Griff ist? Wer weiß. Die mag Mais, also, okay. Die schaut mir aus wie so der kleine Horrorladen, die Pflanze. Aber hier ist überhaupt nichts mehr zum Einsammeln, oder? Ich wieder so ein kleiner Popel. Ganz sicher? Sicher bist du sicher? 100% sicher? Ja, wie gesagt, ich kann nicht versprechen, dass ich alle Sammelobjekte zusammenkriege. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ja, so kann ich auch einen Korkenzieher missbrauchen. Take it easy. Kopf. Das hätte ich mir anders vorgestellt. Ja, anscheinend ist nicht der richtige Kopf. Must return this scepter.
to our druidess at our main tree. I had just finished repairing it when the cold knocked me down. You're seeking the sacred cave, are you not? Bring me home, and I will help you reach it. Okay, gib den Druiden etwas zum Trinken, Errungenschaft. Ich muss ihn irgendwie über den gefrorenen Boden transportieren. Vielleicht kann ich da ein paar Bare anfertigen. Ja, wer weiß. Zepter der Ältesten. Wo muss ich jetzt hin? Zurück wahrscheinlich wieder. Ich gehe erstmal hier hin. Weil irgendwas muss ich ja hier machen können noch. Und jetzt? Hier ist etwas begraben. Womit könnt ihr das Gras schneiden? Ja, mit einer Pfeilspitze. Ich will ja nichts sagen, aber wir hatten vorher sowas wie ein Messer? Ich liebe Bimmelbit-Spiele und ihren Logik. Ich glaube, das gehört dir. Ja, wir werden ja gleich sein Horn verlieren. Ich will nichts dazu sagen. Nein, nein. Ich will dazu nichts sagen. Weil Madame wieder ihre Papierärmchen hat, weißt? Axt. Es soll, ach, das ist eine Axt. Ich dachte, das wäre eine Schaufel. Alter. Das wird ein gutes Brennholz abgeben. Halten wir mal ganz kurz fest. Nur noch ganz, ganz, ganz kurz. Jetzt kommt wieder mein allzeit bekannter Wimmelbild-Sarkasmus oder Witz oder Charme oder nennt es wie ihr wollt. Aber sie hatte eine Axt, ja? Das war ja ein Geweih. Das war ja so eine Schaufelgeweih. Also es war so eine Einbuchtung hier drin, ja? Was man auch prima für eine Schaufel nutzen hätte können. Und jetzt hat sie so das Bananenblatt hier, die Bahre hier weggemacht, ja. Und jetzt ist hier so ein Stumpf und sie sagt, der würde gutes Brennholz abgeben. Wieso schmeißt sie dann die verkackte Axt weg? Ich glaube nicht, dass das Geweih so alt war, ist, dass er mit ein paar Hacken die Axt zersprungen ist. Die Dinger sind für gewöhnlich hart, wenn sie alt sind. Aber gut. Ich will mich ja nicht künstlich beschweren. Aber ich liebe es. Truly, you're pure of heart. This is the key to my house. My fingers are so numb. I feel like I could fall asleep at any moment. Okay, das ist wahrscheinlich der hier. Okay, leicht bitte. Wähle zwei beliebige Knospen aus und finde Blumenpaare. Oh, Chante. Das ist auf jeden Fall eine Dahlie. Was die anderen zwei Pflanzen, Blumen sind, habe ich leider... Ich bin zwar gelernter Gärtner. Das könnte jetzt zum Beispiel eine Lilie sein. Das vielleicht auch. Also wie gesagt, das ist eine Dahlie. Und das ist auf jeden Fall ein, Stiefmütterchen.
Und jetzt? Thank you again for saving my life. This is my family. They are very shy around strangers. My name is Anuel. A terrible disaster fell upon us. This unending cold attacked us like a fierce beast. For generations, we have lived in peace with nature. Ancestors, how will we survive? Hört ihr den Druiden 911? Ist das euer Ernst? So, erstmal hier. Erstmal hier rumgucken, ob hier noch irgendwas verdächtig vorkommt. Okay, ich sollte einfach mal irgendwelche Gegenstände anklicken. Okay, da haben wir noch eine Figur. Die Ranke hat sich darum gewickelt. Mehr kann ich hier nicht anklicken. Ich sollte das Feuer hier beim Fenster anzünden. Okay, da brauchen wir aber erst... Zeige den Druiden, wie man Feuer macht. Okay, da brauchen wir aber erst diese Gegenstände. Dieser Statue ist, der hat den Kopf verloren. Ja, wer wird denn gleich den Kopf verlieren? Und wir kriegen eine Sichel. Hier fehlt noch ein Spielstein. Hier ist auch wieder was. Ich muss den Schnee entfernen. Vielleicht so. Nehmen wir den mit. Das nehmen wir auch mit. Jetzt bin ich mal so erpicht. Also es sind auch irgendwelche Gegenstände einfach. Okay. Wenn man die so sieht. Und da ich das jetzt noch ausnutzen kann, schaue ich nämlich dann natürlich nochmal um, ob ich hier irgendein... Das aussieht wie eine Erfindung oder ähnliches. Klicke ich jetzt einfach mal an. Ich weiß, das kann man jetzt hier reinsetzen. Da ist das Rätsel gleich aktiviert, aber ich schaue mich nochmal um. Weil nicht, dass ich irgendwie irgendwo was vergessen habe. Ich bin natürlich gründlich, nicht böse sein. Ich schaue mir da noch alles an. Ich sage ja, ich liebe es, man kann hier überall mit Sachen interagieren. Irgendwas verdächtig ausschaut. Okay. Also zu finden ist da nichts. Aber ich kann jetzt hier das abschnippeln. Hier ist etwas begraben. Stock. Häkelnadel. Okay, hier kann ich aber auch nichts machen. Das würde sich als Feuerholz benutzen. Vielleicht kann ich das anhebeln. Nee, kann ich leider nicht. So, dann machen wir erstmal das Rätsel hier. Das Rätsel ist Lösung. Platziere die Figuren und Objekte vor dem richtigen Hintergrund. Verwende die Pfeile, um die Reihe und Spalten zu bewegen. Korrekte platzierte Objekte leuchten auf. Oje, 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 oje. Also die leuchten grün auf. Take it easy. Den nehmen wir mal mit. Das ist jetzt eine Schaufel. Ja, wow. Auch mit.
Und ich soll hier drin was im Haus machen können. Da komme ich nicht heran. Ah, schaut mal. So, das ist wieder ein Schattenwimmelbild. Einmal das, einmal das, einmal das. Wo ist hier was Stachliches? Mit der Axt ist kann ich etwas zerhacken. Hier kann ich etwas schärfen. Hier muss ich muss den Sack aufschneiden. Ja, ist ja schön und gut. Das Eis muss weg. Trockener Zweig. Hier, wo ist denn noch hier was? Hier könnte ich Feuer machen. Was war jetzt dieses komische Geräusch? So ein bisschen merkwürdig jetzt. Wir haben jetzt dieses Monstergeräusch. Okay, ich habe jetzt ein Messer bekommen für... keine Ahnung. Ich kann hier immer noch was machen. Aber was... noch eine Kachel und das Ding ist offen. Okay. Lock. Ich weiß schon, ich klicke da zum Fenster und komme dahin. Alles klar. Jetzt habe ich hier ein Wachsei. Jetzt habe ich ein Lasso. Okay. Okay, habe ich hier irgendwo eine... ja, ich habe noch keine Feuerstelle. Messer. Kann hier wieder was machen. Ach ja, das wäre gutes Brennholz. Hm, verstehe. Jetzt kann ich es aber zerschnibbeln, oder? Da haben wir das Brennholz. Und dann schnell hier wieder rein. Nee. Wo ist das Brennholz? Hier. Our ancestors have sent you here to guide us. Now we know how to survive.
We shall share this fire magic with our neighbors, but we shall be careful as well. Now it's my turn to fulfill a promise. Take this amulet. Use it to tame my horse. He will take you to the mountain swiftly. So, entfache ein Feuer. Haben wir gemacht. Das sollte für das erste ausreichen. Wenn ich den Eiskutter nicht finde, wird es nie wieder Sommer. Ja, das wollen wir irgendwie verhindern. Kann ich hier aber mal... So, da mal die Kachel nehme ich. Ah, das wird jetzt auch funny. Leicht bitte. Sortiere die Kacheln anhand ihrer Muster, bis sie zu angeordneten sind wie auf den Abbildungen neben ihnen. Du kannst die Kacheln innerhalb der Felder beliebig austauschen. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Na, tolle Wurscht. Okay, dann schauen wir mal. Du gehst auf jeden Fall so hin. Ach, nur gleichfarbige oder was? Nee. Das sollte schon mal stimmen. Das stimmt auch. Das stimmt auch. Also das ist gemein. Oder war gemein, sagen wir mal so. Ich wollte mich schon wieder beschweren. So gemein. So. Du störst ja hier, bitteschön. Yam, yam, yam. So, dann dürfen wir hier reingucken. Was ist das? Okay. Ach, das ist ein Zaunzeug. Ich verstehe. Hier, wo ist denn der andere? Da. Scan-Modus activated. Dann eben so. Wenn man halt das eben schnell in 3 gewinnt. Okay, da haben wir das Zaumzeug. Oh, bist du hübsch. Da, bitteschön. Sorcerer, I am Tyrannus, the ruler of all true warriors in these lands. Only the strongest can reign over our people, and she didn't fight in any war. I watched how you made a fire in the hut of those peasants. You clearly possess magical powers, so I spared your life. I want you to make me a metal sword like the ancient kings had.
If you do as I say, I'll set you both free. Use any resources I have. I'll contribute a great deal of my wealth for the metal treasure. And don't even try to escape, or I'll feed you both to Dracorsus. Okay, ein sehr, sehr böser Krieger. Taranis ist nicht gerade freundlich. Besser, ich gebe ihm, was er will. Aber das und vieles mehr, meine Freunde, in der nächsten Folge von Labyrinth of the Void 4. Stone Edge. Bis dahin und gehabt euch wohl.